symmetrische Formen und funktionaler Stil. Das Bauhaus führte die Architektur und das Design in die Moderne. 1919 von Walter Gropius gegründet und nach ihm geleitet von Hannes Meyer und Ludwig Mies van der Rohe, gilt das Bauhaus heute weltweit als die bedeutendste Schule für Kunst, Design und Architektur des 20. Jahrhunderts. Seit 1996 gehören die Bauhausstätten zum UNESCO-Welterbe. Der überwiegende Teil von ihnen steht hier in Dessau, der Stadt, die ab 1925 Sitz des Bauhauses war. Herzstück des Dessauer Bauhauserbes ist das Bauhausgebäude. Gebaut von 1925 bis 1926 nach Plänen von Walter Gropius. Heute sitzt hier die Stiftung Bauhaus Dessau. Sie beschäftigt sich mit der Pflege, Erforschung und Vermittlung des Bauhauserbes. Ursprünglich war das Haus das Schulgebäude für die Kunst-, Design- und Architekturschule Bauhaus. Hier entstanden Designklassiker wie der Vassili-Sessel von Marcel Breuer. Hauptelemente des Schulgebäudes sind der Werkstattflügel mit der markanten Glasfassade, der Trakt für die Berufsschule und das Ateliergebäude, in dem die Studenten lebten. Das Bauhaus verstand Technik und Gestaltung als Einheit und wollte damit nicht nur neue Maßstäbe bei der Gestaltung setzen, sondern auch gesellschaftliche Unterschiede beseitigen. Am Bauhaus lehrten Künstler und Gestalter wie Paul Klee, Wassily Kandinsky und Marcel Breuer. Viele von ihnen lebten in den von Walter Gropius entworfenen Meisterhäusern unweit des Schulgebäudes. Charakteristisch sind die kubischen Formen mit den Flachdächern und Glasfassaden. In der Außengestaltung gab es kaum Unterschiede, im Inneren dafür schon. Besonders das Doppelhaus Kandinsky-Klee baute mit seiner farblichen Gestaltung den wohl größten Kontrast zur Architektur von Gropius auf. Die Meisterhäuser waren auch Musterhäuser für modernes Wohnen. Sie richteten sich an eine eher vermögende Klientel. Dagegen sollte die Bauhaussiedlung Törten im Süden Dessaus breiteren Bevölkerungsschichten bezahlbaren Wohnraum bieten. Zwischen 1926 und 1928 entstanden hier 314 Reihenhäuser in industrieller Bauweise. Das Haus Anton wurde originalgetreu restauriert und inklusive der ursprünglichen Glasbausteinfassade 2012 wiedereröffnet. Ausgestattet ist es mit Bauhaus-Mustermöbeln. Die Küche mit dem integrierten Wannenbad ist im Originalzustand erhalten. Neben den Reihenhäusern wurden in der Siedlung 5 Laubenganghäuser und das sogenannte Konsumgebäude errichtet. Hier befindet sich heute ein Informationspunkt, von dem aus geführte Rundgänge starten. Die führen neben dem Haus Anton und einer Wohnung in den Laubenganghäusern auch zum Stahlhaus, einem Experimentalbau von 1927. Weitere Bauhausbauten sind das ehemalige Arbeitsamt und das Kornhaus, eine Ausflugsgaststätte an der Elbe. Sie stehen den Besuchern in der Regel ebenso offen wie das Bauhausgebäude mit seiner Dauerausstellung.